Wie ist Jesus Christus aufgewachsen? Selbstverleugnung. Höchst wichtige Aufschlüsse über das Wesen Jesu, das Verhältnis seines Menschlichen zum Göttlichen in ihm, Winke über die Wiedergeburt. Lukas 2, 40. Aber das Kind wuchs und wurde stark im Geist, voller Weisheit, und Gottes Gnade war bei ihm. Lukas 2, 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Nachdem aber heißt es in der Schrift, und er nahm zu an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen und blieb untertänig und gehorsam seinen Eltern, bis dass er sein Lehramt anfing. Frage: Wie konnte Jesus denn als das alleinewige Gottwesen an Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen zunehmen, da er doch Gott von Ewigkeit war? Und wie namentlich vor den Menschen, da er doch von Ewigkeit das endlos allervollkommenste Wesen war? Um das richtig zu fassen, muss man Jesu nicht abgeschlossen als den alleinigen Gott ansehen, sondern man muss sich ihn als einen Menschen darstellen, in dem die alleinige, ewige Gottheit sich gerade so als untätig scheinend einkerkerte, wie da in eines jeden Menschenwesen der Geist als der göttliche Funke in ihm eingekerkert ist. Was aber ein jeder Mensch nach göttlicher Ordnung tun muss, um seinen Geist frei zu machen in sich, das musste auch der Mensch Jesus ganz voll ernstlich tun, um das Gottwesen in ihm frei zu machen, auf dass er eins würde mit ihm. Es muss aber jeder Mensch gewisse Schwächen in sich tragen, die da die gewöhnlichen Fesseln des Geistes sind, durch die er wie in einer festen Hülse eingeschlossen ist. Die Fesseln aber können erst dann zersprengt werden, wenn die mit dem Fleische vermengte Seele sich durch die gerechte Selbstverleugnung also gestärkt hat, dass sie fest genug ist, den freien Geist zu fassen und zu halten. Aus dem Grunde kann der Mensch eben auch nur durch allerlei Versuchungen seine Schwächen gewahren und erfahren, wie und worin sein Geist geknebelt ist. Wenn er dann gerade in diesen Punkten sich in seiner Seele selbst verleugnet, so löst er dadurch dem Geiste die Fesseln ab und fesselt damit die Seele. Ist dann mit der gerechten Zeit die Seele mit allen den ehemaligen Geistesbanden gefestet, so geht dann freilich ganz natürlich der ganz entfesselte Geist in die ganze, starke Seele über. Diese gelangt dadurch in alle himmlische Machtvollkommenheit des Geistes und wird dadurch für ewig vollkommen eins mit ihm. In dem Ablösen einer Fessel um die andere aber besteht das Zunehmen der Seele in der geistigen Kraft. Welche da ist die Weisheit und die Gnade? Welche da ist die Wiedergeburt? Die Weisheit ist das helle Schauen der ewigen Ordnung Gottes in sich, und die Gnade ist das ewige Liebelicht, durch das alle die endlosen und zahllosen Dinge, ihre Verhältnisse und Wege erleuchtet werden. Wie aber das beim Menschen also der Fall ist, also war es auch bei dem Gottmenschen Jesus. Seine Seele war gleich wie die eines jeden Menschen und war mit umso mehr Schwächen behaftet, weil der allmächtigste Gottgeist sich selbst in die gewaltigsten Bande legen musste,
um in seiner Seele gehalten werden zu können. Also musste die Seele Jesu auch die größten Versuchungen, sich selbst verleugnend, bestehen, um ihrem Gottgeiste die Bande abzunehmen, sich damit zu stärken für die endloseste Freiheit des Geistes aller Geister und also völlig eins zu werden mit ihm. Wie lebte denn nun Jesus, der Herr, von seinem 12. Jahre bis zu seinem 30. Jahre? Er fühlte in sich fortwährend auf das Lebendigste, die allmächtige Gottheit. Er wusste es in seiner Seele, dass alles, was die Unendlichkeit fasst, seinem leisesten Winke untertan ist und ewig sein muss. Dazu aber hatte er den größten Drang in seiner Seele, zu herrschen über alles. Stolz, Herrschlust, vollste Freiheit, Sinn fürs Wohlleben, Weiberlust und dergleichen mehr, also auch Zorn, waren die Hauptschwächen seiner Seele. Aber er kämpfte aus dem Willen der Seele gegen alle diese gar mächtigsten, tödlichsten Triebfedern seiner Seele. Denn Stolz demütigte er durch die Armut. Aber welch ein hartes Mittel war das für den, dem alles zugehörte und er aber dennoch nichts mein nennen durfte. Die Herrschlust bändigte er durch die Untertänigkeit und durch den willigsten Gehorsam zu denen, die wie alle Menschen gegen ihn wie gar nichts waren. Seine ewige, allerhöchste Freiheit bestürmte er eben damit, dass er sich, wenn schon endlos schwer, den Menschen wie ein sklavischer Knecht zu den niedrigsten Arbeiten gefangen gab. Den stärksten Hang zum Wohlleben bekämpfte er durch gar oftmaliges Fasten, aus Not und auch aus dem freien Willen seiner Seele. Die Weiberlust bekämpfte er durch nicht selten schwere Arbeit, durch magere Kost, durch Gebet und durch den Umgang mit weisen Männern. Ja, in diesem Punkte hat er ungemein viel auszustehen, indem sein Äußeres und der Ton seiner Rede von höchst einnehmender Art waren, aus welchem Grunde die 5 überaus schönen Cyreniuschen Mädchen in ihn durch die Bank sterbensverliebt waren und untereinander wetteiferten, ihm am besten zu gefallen. Ihm gefiel solche Liebe wohl, aber dennoch musste er allezeit zu jeder sagen, «Noli me tangere, rühr mich nicht an, lass mich in Ruhe!» Da er ferner die Bosheit der Menschen mit einem Blicke durchschaute und sah ihre Hinterlist und Heuchelei, Verschmitztheit und ihre Selbstsucht, so ist es auch begreiflich, dass er sehr erregbar war und konnte leichtlichst beleidigt und erzürnt werden. Aber da mäßigte er sein göttliches Gemüt durch seine Liebe und darauf erfolgte Erbarmung. Und also übte er sein Leben durch lauter schwerste Selbstverleugnungen, um dadurch die zerrüttete, ewige Ordnung wiederherzustellen. Aus dem aber lässt sich leichter sehen, wie Jesus als Mensch die 18 Jahre unter beständigen, harten Versuchungen und Bekämpfungen derselben zubrachte. Und da nun das für jedermann nutzbringend dargetan ist, so bleibt nichts mehr zu sagen übrig, außer die dreitägige Verhandlung mit den Weisen und Gelehrten im Tempel, die aber jetzt, wie noch so manches andere, nicht folgen kann. Daher begnügt euch einstweilen mit dem, und das andere wird folgen, wenn ihr zum Knechte sagen werdet, komme Bruder zu uns im Namen des Herrn und bleibe und wohne bei uns. Somit sei auch dies Werk geschlossen, und mein Segen und meine Gnade sei mit euch für und für. Amen, Amen, Amen.